Ja, zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Silent Hill 2. Und genau, liebe Leute, ja, wir waren beim letzten Mal hier in Silent Hill angekommen. Allerdings haben wir noch keine Waffe und nix. Wir sind von der. Genau, von der Wilson Street gekommen, über den Pleasant River. Und ich glaube, wir müssen jetzt zum Rosewater Park, ne, weil der so markiert ist. Können noch mal die Karten wechseln. Ah ja, okay, schaut mal. Aber noch ein Sound für wen? Das ist sehr interessant. Dann haben wir hier noch diesen Bereich. Ach, das ist derselbe, ne? South Vale und hier. Ja, okay. Ja. Da oben geht es noch nach Taleville. Alles klar. Aber, liebe Freunde, ich glaube, das war hier tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob das die originale Framerate hier ist. Und diesen Grisel-Look kriege ich tatsächlich nicht weg. Ich hab's hingekriegt, dass die Grafik ein bisschen aussieht, besser aussieht, aber den Grisel-Look kriege ich hier irgendwie nicht weg. Ich weiß nicht warum. Da müsst ihr mir vielleicht mal sagen, woran das liegen könnte, dass es so geblendet aussieht, oder? Ach, guck, da ist was an der Wand. Oder das ist halt vom Spiel so gewollt, je nachdem. Gut, ich glaube, wir wollten uns hier umschauen. Genau, dafür bin ich allerdings in der falschen Ecke. In der komplett falschen Ecke. Ich meine, man kann jetzt hier den Turbo zünden. Aber das ist zu schnell. Sieht man auch da oben. Der Frame Limiter Turbo ist disabled. Genau. Okay, könnte ich theoretisch machen, aber wozu, wenn ich ja das Spiel original so erleben, wie es auch angedacht ist. Ich war. Gibt sie vielleicht irgendwo. Diese Geräusche hier im Hintergrund machen mich verrückt. Das ist ein Parkplatz. Die Lindsay Street. Okay. Und die Steuerung kann ich tatsächlich auch nicht ändern. Da ist eine Filmszene. Okay, alles klar. Also eine Cutscene. Sind diese Flecken Blut? Was ist das? Dieser Schatten gerade eben. Eieiei, was geht hier ab, Leute? Ich hab nichts, um mich zu wehren, ne? Das ist ja ganz geil gerade. Ich hoffe, dass ich irgendwas finde. Also diese Frau da vom Friedhof, die hätte mir theoretisch was geben können. Aber. Verdammte Kacke. Gibt's hier irgendwas, was wir hier. Wo sind wir denn? Die Sander Street. Ja, okay. Ach, das ist wieder so wie am Anfang. Dieser Schatten gerade eben beunruhigt mich. Was war das? Ja, du musst dann natürlich dahin gehen, um es zu überprüfen, ne? Ja, du bist mir ein Held. Du bist mir echt ein Held hier. Dann geh zu dem Schatten. Aber ich möchte gerne nochmal die anderen Bereiche gucken. Man sieht fast gar nichts, okay. Es wird immer nebliger. Das ist halt Silent Hill, ne? Wie wir es kennen. Ja, genau. Und ja, wir müssen dem Schatten hinterher. Haben keine Waffe. Da bin ich jetzt mal gespannt, ey. Was war da? Ja, lasst mich nur in Ruhe mit euren Geräuschen hier, echt. So, das ist abgesperrt von der Polizei, schaut mal. Okay. Hier war so eine alte Telefonzelle. Aber auch nichts. Okay, ich möchte halt keine Items übersehen, deswegen gehe ich überall hin. Guckt mal. Ha. Das ist ein Grabstein. Es ist da etwas darauf geschrieben. Schade, dass ich es nicht lesen kann, weil die Oberfläche abgerieben wurde. Reste des Sumpfes. Die Männer Land, die dieses Monument waren ursprünglich Sumpf, der aber später aufgegeben wurde, wahrscheinlich. Nee, kann ich nicht lesen. Das kann ich nicht lesen, das Zeug. Wir müssen diesen komischen Schatten dahinter her, ne?
Sag mal, wo geht's denn jetzt im Schatten? Hier ist das Blut gewesen. Boah. Leute, Leute. Das ist schon... Ach, guck mal, was ist denn das da? Gesundheitsdrink. Das heißt hier Gesundheitsdrink und nicht Tonikum. Wiederherstellende Energie durch Nahrungsaufnahme. Schwache Wirkung. Das ist so wie Tonikum im ersten Teil. Nehme ich mal an. Nehme ich mal an. So. Gut. Dann schauen wir uns mal weiter hier um. Nichts übersehen tatsächlich. Hier ist was offen. Ha, hier ist was offen. Nichts übersehen. Etwas Rotes am Tisch. Ah! Okay, wir können speichern. Alles klar, das sind die Speicherpunkte hier. Diese roten, mache ich ja nochmal einen Save State. Diese roten Punkte. Ach, guckt mal. Er guckt sich nach Items um. Ja, das ist natürlich eine nette Hilfe. Wenn er jetzt gleich nach... Oder was? Guckst du dich um nach dem Tonikum da? Ja, tatsächlich. Schaut mal, er schaut nach links. Dankeschön, dass du mich auf Items hinweist, wirklich. Nehme ich gerne. Diese Hilfe nehme ich gerne an. So. Ja, wir sind wieder ganz klassisch nur draußen. Und, genau. Geh mal wieder raus hier, los. Hä? Gehst du mal wieder raus? Was ist denn mit dir los? Hä? Geht doch. Ich wollte schon sagen, ey, geht doch. So, was sind wir hier? Aha. Okay, das ist jetzt gerade dieser Bereich hier. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Dann würde ich nämlich von rechts nach links gucken. Das ist ganz gut. So, dann... Gehen wir mal weiter. Ah, wir gehen wieder in den Wald. Okay, ja, man sieht nichts. Das ist aber, wie gesagt, so gewollt, nehme ich mal an. Das kennt man ja, ne? Warum war das hier auf? Caution Watch Speed, 5 Kilometer pro Stunde, okay. Ach, hier ist das Auto wieder. Hier ist ein anderer Wagen, okay. Was haben wir denn hier? Ich möchte jetzt erstmal noch nicht im Schatten nach. Ach du Scheiße, Leute, was ist denn hier los? Was ist das? Okay, das ist ein Zombie. Okay, wir hauen den kaputt. Einfach wie im ersten Teil. Ah, verdammt. So. Puh, ey. What the hell is it? It's not human. Es ist ein Zombie. Es ist ein Zombie, Mr. Unbekannt. Okay, wir haben eine Nahkampfwaffe, wie im ersten Teil auch. Wir haben hier so ein Brett. Ja, toll. Brett mit Nägeln an einem Ende. Nicht sehr wirksam, aber leicht zu gebrauchen, ja. Ah, wir haben das Radio gekriegt. Wo steht eigentlich unsere Lebensanzeige? Das weiß ich gerade tatsächlich nicht. Status? Wartet mal. Wo steht unsere Lebensanzeige? Die vermisse ich gerade noch. Ah, vielleicht dieses Flackern da oben. Kann gut sein. Okay. Wir haben dieses Radio. Erzeugt statisches Rauschen, wenn Monster in der Nähe sind. Ja, tatsächlich. Das gab's. Das kennt man ja schon. Okay, das ist wieder vertraut. Alles klar. Gibt's hier irgendwo Items? Guckst du dich um? Ja. Ach, guck mal. Man sieht, wer das in der Tasche gesteckt hat. Ja, das war unser erster. Das war ein Zombie, Leute. Hier kommen sie schon direkt am Anfang an.
Ja, wie krass. Ich bin ja fast froh, hier hingegangen zu sein. Weil jetzt haben wir zumindest eine Waffe, um uns zu wehren. Okay, warum? Oh. This thing broken? Better take it anyway. I might need it. Was zur Hölle? Ja, das habe ich auch gefragt. Und das kannst du definitiv gebrauchen, das Radio. Das ist nämlich überlebenswichtig hier, mein Guter. Weißt du, ich weiß ja nicht, wie du heißt, ne? Wir wissen immer noch nicht, wie du heißt, ne? Sehr, sehr komisch. Aber gut, dann gehen wir mal wieder zurück in die Stadt. Die Steuerung kann man leider tatsächlich nicht ändern. Dieser 2D- und 3D-Modus ist ein und dasselbe, ein und dieselbe Steuerung. Ja, hier waren wir drin. Da kann man nicht rein. Hier vielleicht? Kann man hier rein? Wenn man hier draufhaut? Okay. Okay, da kann man nicht rein. Hätte ja sein können. Ha! Okay, das Radio ist an. Sollen wir die Gegner hier kaputt machen eigentlich? Ich weiß nicht, was da ist, ne? Jetzt kommen sie natürlich mit ihren Gegnern an. Ich sehe nicht durch den Nebel, das ist... Da! Okay, da und... Die kotzten mich irgendwie an. Okay, mach die kaputt. Ah, hier kann man wahrscheinlich auch drauf trampeln, ne? Ah, der lebt immer noch. Warum lebst du noch? Tritt drauf. Sehr schön, man kann hier auch drauf treten. Okay. Wie geht's uns gesundheitlich? Ah, guck mal, es fängt an zu flackern. Das heißt, wenn es irgendwie komplett weg ist, dann müssen wir uns heilen oder irgendwie so, ne? Bluten wir? Oh, wir bluten. Schaut euch das mal an. Ah nee, das sind das ist ja geil gemacht. Fußabdrücke. Okay. Da lauert irgendwo noch einer auf uns. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich werde erstmal an denen vorbeilaufen. Die Frage ist jetzt, wo kriegen wir unsere Schusswaffe her? Wir müssen doch hier irgendwo unsere Schusswaffe bekommen. Diese ganzen Häuser kann man natürlich nicht rein, ne? Das ist ganz klar. Jetzt lauern die natürlich hier überall. Es ist hier offen, okay. Ich hätte gerne eine Schusswaffe, aber die sind ja... Ach, die sind ja mega langsam. Kann man hier rein? Kaffee. Nee, kann man leider tatsächlich nicht. Oder? Nee. Kann man nicht rein. Wo müssen wir hin? Gonzales mexikanisches Restaurant. Da probieren wir es mal. Gucken, ob wir da irgendwas finden, mein Gott. Boah, dieses Grissel. Dieser Grissel-Look, ne? Treppe hoch, aber geht auch nicht. Ja, das sind diese ganz klassischen Silent Hill-Häuser. Wartet mal, da ist eine. Nee, okay. Nö, dann. Dann lasse ich die leben, würde ich sagen. Weil, wenn die so langsam sind, dann können die ja gar nichts machen. So, Westmexikaner. Kann man hier vielleicht irgendwie was machen? Ich weiß gerade echt nicht, was die Sache ist. Oh, ich weiß schon nicht mehr, wo wir hin müssen. Eieiei. Happy Burger. Das ist auch ein geiler Name. Absolutely no parking. Okay. Gut, also wir haben es hier mit Zombies zu tun. Den kann man aber ganz easy ausweichen. Also das ist ja wirklich sehr einfach. Okay. Gut. Dann ist noch ein
Tür. Da sind schon wieder einer. Da ist der Happy Burger. Mal gucken, ob wir hier was machen können. 99 Cent. Happy Burger. Ist auch zu. Warum ist denn jetzt hier alles zu? Verdammt. Ja gut, das war ja im Original nicht anders. Okay, der Grand Market vielleicht. Vielleicht müssen wir nochmal zurück. Und dann auf die andere Seite. Ich bin ein bisschen verwirrt mit dieser Steuerung. Aber so ist richtig, genau. Alles klar. Ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, ob das Spiel tatsächlich langsam läuft oder ob das so laufen soll. Ne, das würde mich echt mal interessieren. Hier kann man nirgendwo rein, ne? Ja. Ja, das ist natürlich immer... Wenn man uns in der Stadt ist, will man natürlich möglichst alles mitnehmen, ne? Ist klar. Ach, wisst ihr was? Die Zombies lasse ich leben. Was soll denn der Geiz? Also wirklich mal. Wir haben keine Schusswaffe und nichts. Ah! Geh weg. Noch einer. Ah, die können aber kotzen. Das ist, sehr krass. Okay. Da hängt ein Koffer oder was dran, oder? Nee. Der Grand Market ist auch zu. Verdammt, warum ist denn alles zu? Kaffee Mist? Ja gut, wenn wir da nochmal hin... Okay. Ah, hier kann man was machen. Ah, guckt mal. Da liegt ein Verbandskasten. Kann man gerne gebrauchen. Erste-Hilfe-Kasten. Jo, dankeschön. Da gab's aber doch noch was. Ja, hier. Was denn jetzt? Das ist nochmal so ein Telefon mit so einer Aktentasche dran. Aber hier kann man wohl rein, oder? Mir ist auch zu. Warum ist hier alles so zum Teufel? Kann hier nichts machen, ne? Lucky Jack Restaurant. Ich brauche eine Waffe. Es ist sonst nicht mehr feierlich. Ist hier ein Wagen oder so? Hier? Die haben sich aber ganz schön viel Mühe gegeben dafür, dass man da nicht rein kann. Das muss ich ja mal ganz ehrlich so sagen. So. Man hört die zum Glück relativ gut. Zombies. Okay, nee, Kaffee ist... Wartet mal, Kaffee kann man noch gucken. Auf der anderen Straßenseite. Das hier. Kaffee Mist. Ja, ich finde nicht, dass das Mist ist, aber okay. Es heißt halt Kaffee Mist, ne? Oh, hier ist ein Gang. Können wir mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Ich drücke die ganze Zeit X wie verrückt, aber... Ih, was ist das auf dem Boden? Käfer! Das sind irgendwelche Käfer. Ah, die kennt man ja noch, ne? Aus dem ersten Teil kennt man die doch. Und hier rein? Nö, kann man auch nichts machen. Verdammt nochmal. Aber du machst keinen Schaden, oder? Komm, trampel drauf, oder... Oder schlag drauf. Ah, die kann man, glaube ich... Kann man die kaputt machen? Wo ist... das Geräusch ist eklig. Sonst gibt's hier gar nichts wie jetzt. Nö, scheinbar... Diese blöden Käfer. So, ich gehe mit gezückter Waffe am besten. Cool, man kann doch so laufen. Mit gezückter Waffe einfach. Wo ist dieser blöde Käfer? Da ist er. Jetzt komm. Komm her. Mieses Biest. Wow, okay. Ach, man kann auch so einen Sturmangriff machen. Schaut euch das an, man kann auch laufen und währenddessen dann so einen Sturmangriff. Ah, guck mal da. Nicht übersehen. Gesundheitstrinker, dankeschön. Das geht noch. Das ist aber die interessante Darstellungsweise von unserem Gesundheitszustand. Okay, wir gehen wieder runter in die Center Street. Das müssen wir eigentlich. Oder müssen wir direkt dahin?
Ich meine, man kann ja wieder zurück. Weil, kann gut sein, ne? Das war da direkt, dass wir zum Startpunkt müssen. Wie gesagt, wir haben noch keine Waffe, wir können noch gar nichts machen hier. Und jetzt kommen wir natürlich hier wieder mit der Zombie-Masse an, ne? Geh bloß weg. Hör auf, mich anzukotzen. Du kotzt dich selber an. So, gut, dann gehen wir mal hoch. Dann hier unten die Harris Street. Harry. Gucken wir uns dann später an. Boah, so. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt nochmal geradeaus und dann nach oben. Genau. Aber auf der anderen Straßenseite war dann noch ein Restaurant. Hier ist mal Ruhe. Das ist gut, ja. So, ja, Silent Hill 2. Mensch, ich bin froh, dass das so gut läuft auf meinem PC. Das könnte spaßig werden, auf jeden Fall. Hört doch auf, Leute. Hört doch echt auf. Was ist das denn? Was ist das? Was ist das denn? Was sind das denn für Gegner? Die kriechen einfach Speedy Gonzales auf dem Boden rum. Alter Schwede, hier ist ein Babyshop, aber da kann man auch nicht. Nö, ohne Waffe mache ich die nicht. Die kriechen auf dem Boden rum, was soll das denn? Was denken die sich die Gegner? Wer denkt sich solche Gegner aus? Jetzt mal ehrlich. Ah, guck mal, hier ist eine Leiche. Da liegt ein Notizbuch auf dem Boden. Ich werde alles niederschreiben, was ich bisher erfahren habe. Vielleicht hilft dir das irgendwie. Wenn du dies liest, dann bin ich wahrscheinlich tot. Oh, diese Geräusche. Ja, toll. Okay, hier sind noch mehr Notizbücher, oder was? Ja. Ein zerrissenes Notizblatt liegt auf dem Boden. Ich sah die Dämonen. Ich bin sicher, dass sie da waren. Aber mein Freund sagt, er hätte nichts gesehen. Wenn das stimmt, heißt das, dass ich sie mir nur eingebildet habe? Oh, da war noch was. Aber ob der menschenfressende Dämon jetzt echt war oder eine Art von Halluzination, ein Traumbild meines Geistes. Eines weiß ich ganz sicher. Ich bin jenseits aller Hoffnung. Ja, das war ja in Teil 1 auch nicht anders. Es scheint, dass sie von Licht angezogen werden. Daher sind Menschen, die Licht brauchen, um sehen zu können, ihre natürliche Beute. Sie reagieren auch sehr stark auf Geräusche. Wenn du am Leben bleiben willst, dann bleibst du am besten im Dunkeln sitzen und bist still. Aber selbst das wird dich wahrscheinlich nicht schützen. Ja, ganz nett, ne? Wenn du versuchst, gegen sie zu kämpfen, dann ist es ganz wichtig, dass du dich entspannst. Es ist gefährlich, eine Waffe abzufeuern, weil du verrückt bist vor Angst. Okay. Oh, ja. Ziele gut und betätige dann den Abzug. Boah, wie die hier. Was ist das? Und vergiss nicht, sie fertig zu machen. Oh Gott. Ich glaube, dass die meisten dieser Kreaturen getötet werden können, auch wenn sie mehr wegstecken als Menschen. Ja, das ist dann der letzte Tritt auf die Dinger oben. Lauf weg. Lauf weg, 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 lauf weg. Nein, ich gucke mich hier oben. Das bin immer noch ich, der bestimmt, was wir hier tun. Wir haben ein paar Tonikums. Die Straße ist blockiert. Auf diesem Weg komme ich nicht weiter. Was? Auf diesem Weg schaffe ich es nicht zum Park. Ich muss einen anderen Weg finden. Okay. Ah, den kann man aber kaputt machen. Ah, verdammt. Da war ich zu langsam. Okay, wir müssen tatsächlich zum Park. Jetzt geht das wieder los, ne? Jetzt geht das wieder los, wenn alle Straßen abgesperrt sind. Aber wir haben keine Waffe. Wir haben keine Waffe. Das ist gerade echt. Wann kriegen wir unsere Waffe, verdammt nochmal? Ich will diese Dinger hier töten. Okay, da kommen jetzt wieder normale Zombies. Hä? Ich glaube mal wieder zurück. Ja, ist richtig, weil wir außen rum müssen. Toll. Tolle Wurst. So, ja doch, wir haben schon eine Waffe. Ist es nicht so... Ah, Alter! Es ist nicht so, dass wir keine Waffe haben. Wir haben nur eine...
Eine nicht so dolle Waffe, okay. Okay, das ist irgendwie hart hier. Okay, was haben wir hier? Ist das hier an dem Mülleimer nix? Oh, das Radio spielt natürlich verrückt, ne, ist klar. Kann man vielleicht hier irgendwas machen? Keep out. Ne, okay. Boah, diese Geräusche hier, Leute. Das ist einfach hart. So, da ist auch zu. Das heißt, wir müssen über die Bunsen Street nach da oben. Okay. Weil viel mehr bleibt hier nicht. Mehr Wege bleiben ja jetzt nicht, ne? Kann man hier rein? Das sieht so aus, als könnte man hier rein. Abgeschlossen. Okay. Kann man hier... draufhauen kann man auch nicht. Okay, da sind noch Käfer. Da sind noch Käfer. Was? Die Tür, die in der... Ah! Ich kann nicht lesen. Die Tür, die in der Dunkelheit erwacht und sich in Albträume öffnet. Okay. Ah, die kann man kaputt machen. Haha, geil. Okay, danke. Er macht ein Auto eben. Er macht ein Auto eben. Ja, das ist gut. Aua. Den mache ich jetzt kaputt. Oh, der weicht mir aus. Wie geht's uns? Rötlich. Nimm mal bitte ein Tonikum. So, wunderbar. Alles klar. Die Straße ist blockiert, okay. Boah, wie weit können die denn kotzen? Das ist echt hart mit dem Brett hier. Okay, und drauftreten. Du sollst drauftreten. Er macht ein Auto eben, das ist gut. Oh, Alter, du blödes Ding. Mach ihn platt. So. Das war ja schon wieder... Ja, toll. Es wird leicht rötlich. Ich probiere mal, ob ich... So, jetzt lesen wir das hier. Die Tür, die in Dunkelheit erwacht und sich den... in Albträume öffnet. Die ist natürlich abgeschlossen, ne? Ist klar. Kann man hier sonst noch irgendwas tun? Ja, super. Ach, wir... Okay. Alles klar. Ich würde gern speichern. Wo war der Speicherpunkt? Ah, da hinten, ne? An der... Wachse. Wachs. Robot, okay. Na gut, dann gehen wir mal da hinten. Speichern. Weil die Folge ist auch gleich vorbei. Das heißt, wir sind hier komplett falsch. In der Gegend. Okay. Dann lauf einfach mitten auf der Straße weiter. Weil mitten auf der Straße. Entweder sind die Zombies ja rechts oder links auf dem Bürgersteig. Schaut euch die an, ey. Die sind hier richtig ekelhaft. Mitten auf der Straße ist eigentlich nicht so viel gebacken. Deswegen laufen wir mal lieber so hier lang. Da kommen schon wieder die nächsten. Ah, okay. Der war schon ein bisschen näher dran. Der ist in der Mitte, okay. Den kann man aber super easy ausweichen. Das ist ja wirklich... wirklich ein Nichts, okay. Gut. Dann gehen wir noch zum Speicherpunkt, weil ich glaube, meine Folge ist jetzt gleich vorbei. Was lag da auf dem Boden? Nix, okay. Jo, was habe ich gesagt? Da klingelt schon die Uhr. Alles klar, dann gehen wir mal bitte zum Speicherpunkt. Ah, oh, lass mich doch in Ruhe. Kotz mich nicht an. Kotz dich bitte selber an. So, wir müssen dann die nächste Einbuchtung nach rechts, genau, und dann wieder rechts. Dann sind wir hier. Okay. Ja, perfekt, dann gehen wir dann beim nächsten Mal. Gehen wir dann... Boah. Wir speichern erstmal. Gehen wir dann zum Park, genau, hoffentlich. Alles klar, liebe Freunde. Dann würde ich mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, dass ihr jetzt gerne weiter den Kanal. Und ja, bis hier weiter geht's hier weiter beim nächsten Mal. Und ja.
Da würde ich sagen, wünsche ich noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.